Hallo zusammen auf meinem Kanal Linsensuppe. Heute probiere ich mit meiner Schwester ein neues Pilotprojekt aus und wir wechseln jetzt auf Mundart. Und ja, es ist einfach einfacher, über ein Thema zu reden, das ich gar keine Ahnung habe. Und ich noch weniger? Nein, sie hat eben einigermaßen viel Ahnung über das Thema. Und wie man sieht, es geht um Zeitschriften, um Klatsch. Und Tratsch. Tratsch. Also zuerst mal, ja, danke vielmals, dass du dir auch Zeit nimmst für das. Ja, immer wieder, ich will es ja sowieso machen. Ja, sie ist meine Schwester, also sie muss einfach. Und ja, ob da jemals ausgestrahlt wird, weiß man auch noch nicht, weil wir machen jetzt einfach mal eine Sendung und wenn es, vielleicht bleibt es auch noch bei einer Folge, wenn sie es schlecht macht. Oder er. Ja. Ganz einfach, was machen wir da? Also zuerst mal, zuerst mal, also ich werde Desiree. Ah ja, sorry. Ich weiß, es interessiert wahrscheinlich niemand, aber einfach, ja. Das ist so quasi der, wo so in den untersten Zielen ist. Ah ja, stimmt. So, aha, sie mit ja Schwester, Namen. Die Eltern, Schwester. Ja. Wie viele Jahre? Fünf. Warte, zuerst mal zum Wohlen. Ja. Fünf Jahre. Fünf Jahre älter. Fünf Jahre älter. Weiser. Fünfmal schöner. Kein Appetit. Ja, also, ich darf jetzt rausschneiden, oder? Nein. Nein, wir schauen einfach mal Klatschheftli an. Quasi Szenen aus meinem Alltag als Hausfrau und Mutter. Als Hausfrau und Mutter. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Ja, und vor allem, und ich mache ja meinen Plauderpapp, wo dich ja nicht so interessiert. Das hast du gesagt. Gut, ich sage ich habe einfach keine Ahnung. Ja, du hast keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber... Gut. Ich schaue mir fast jeden an. Gut. Und like ihn einfach. Ja, Hauptsache es wird, ja. Das ist etwa der ein Like, den ich dann auch habe. Genau, aber da bin ich. Ich verfolge es. Und ja, und jetzt, es wird ganz etwas Einfaches. Also wir schauen einfach mal Heftchen an und du weißt sicher mal mehr. Ich habe gar keine Ahnung, was eigentlich auf dieser Welt passiert. In diesen... Sternli, Promis, ja. Servela-Promis vor allem. Also, ja, weil ich mich fokussiere auf halt Technik und sonst halt und du... Ein bisschen auf einem höheren Niveau. Ja, etwa so. Ja, dann fangen wir mal an, oder? Mit dem, genau. Mit dem ersten... Ja, scheiße, du darfst mal eins auswählen. Ja, ich fange mit dem InTouch an, das ist wirklich etwas, was ich kenne. Also sonst haben wir noch, ja, also... Du hast gesagt, Cosmopolitan ist eigentlich mehr ein bisschen... Das ist schön, das ist schön. Da würden wir eigentlich mehr so ein bisschen als Deko. Als Deko. Ein bisschen nach mehr aussehen. Okay. Aber so okay und InTouch. Sind also, ja auch eigentlich... Das ist so der größte Schund eigentlich. Also, der größte Schund, okay. Wie man klatscht und tratscht wird, ist man da mega gut bedient. Gut, ich, also zuerst mal... Darfst du dich mal für eins... Da ist die Sarah, oder Lombardi. Lombardi. Die ist ja Sängerin, das weiss ich noch. Ja, genau. Weißt du auch noch von wo? Das ist vielleicht noch Hintergrundwissen, das noch wichtig wäre. Nutzloses Hintergrundwissen. Das ist doch bei DSDS oder so etwas. Gut, ja. Und er ja auch, er ist der, der so ein bisschen lustig ist. Oder? Also vielleicht auch einfach nur dumm. Ja, das weiss man ja nicht. Also vielleicht sollen wir auch nicht alles ernst nehmen, was wir da reden. Nein, auf jeden Fall. Also ich glaube, da muss man sagen, wir wollen weder etwas Böses noch wirklich beleidigen, auch wenn es vielleicht manchmal so tönt. Aber wie es halt so ist, ich glaube, jeder macht das. Also jede Frau. Und Männer genauso, einfach anders. Die geben es nur nicht zu. Aber wir wollen nichts Böses, wir wollen niemanden wirklich beleidigen. Es ist einfach ein schöner Zeitvertrieb, sich über die Heftchen hier zu unterhalten. Ja, und sie haben einen Grund, Heftchen, oder? Genau, und die Heftchen entstehen ja aus dem Grund, dass man sich darüber unterhalten darf. Gut, also gut. Sonst, was einfach, haben wir... Ja, genau. Fangen wir jetzt an. Jennifer und Brad heimlich treffen im Hotel. Also Brad Pitt und Dings Angelina Jolie haben sich ja... Finito. Gut, eben da. Ende habe ich, da habe ich mitbekommen. Da haben wir. Und... Wieso, weißt du mit der Jennifer, wer ist denn da? Nein. Wer ist denn, warum ist denn da jetzt heimliches Treffen? Warum ist das denn im Film? Die sind eben früher auch mal zusammen gewesen. Ah. Und der Brad hat natürlich, das war die grosse Liebe von der Jennifer Aniston, hat ihr das Herz gebrochen, hat sie verloren. Und hat noch Mr. und Mrs. Smith, ja, und noch mit genau der Angelina geholt hat, voilà, haben die 700 Kinder adoptiert und selber gemacht und alles. Und jetzt ist da alles auch wieder auseinander, nach einem riesen Tamtam, Hochzeit und Zeug und Sachen. Und jetzt werden die zwei wieder heimlich gesichtet. Okay, genau. Gut. Siehst du, das ist so Hintergrundwissen, da kannst du eigentlich... Da kann man.
gar nicht wissen. Nein. Eigentlich. Da muss man schon dort, muss man es auch kennen. Genau. Da muss man sich kennen. Da ist mal gut. Da ist mal da die Idee. Ja. Da ist nicht so spannend. Da sind dann auch so ein bisschen Schnappschüsse. Das ist eigentlich. Ja. Oh. Warte, schauen wir mal, dass man da auch noch ein bisschen ausgerichtet ist, wenn man schon mal anfängt. Da, schaut, da. Ja. So der ungefähr. Alec Baldwin siehst du mit seinem kleinen Sohn. Ich finde, er ist eigentlich schon viel zu alt, um nochmal Vater zu werden. Wie alt ist er? Er ist 58. 58. Und ich ist ein wenig jährig. Ja gut, ja. Ist ja nicht das erste Kind. Aber ja, das haben wir so dahingestellt. Aber mit 58 wirklich nochmal Vater werden. Du, und die Mutter ist 21 oder? Das weiss ich auch nicht. Okay, dann. Junge. Er ist sicher ein Junge. Gut, grosses Thema. Da kenne ich. Mila Kunis und der Ashton, das Traumpaar, die haben ja auch mal zwischendurch eine Krise gehabt, und auch schon ein Kind. Wie alt ist denn das Kind? Das weiss ich gar nicht mehr. Und sicher heisst die irgendwie nach zwei oder so. Und jetzt, und es hat auch Trainingsgerüchte und alles Mögliche gegeben. Und jetzt ist sie mit dem zweiten schwanger und jetzt ist auf einmal, jetzt sind sie wieder das Vorzeigeding. Das Vorzeigebärli. Und sie sind so verliebt und sind da bei den Dodgers gewesen mit dem Familien-T-Shirt mit dem Namen. Und jetzt wird da in allen Heftchen wird da so, das ist jetzt wieder das Paar. Vorzeigepaar. Vorzeigepaar, das ist genau. Gut, aber, ja. Ja. Aber sie ist doch auch viel jünger als er, ne? Nein, warte mal, sie ist. Okay, nein, ich habe immer gemeint, sie ist viel jünger. Aber ja. Normale? Nein. Ja, ich kenne keinen Namen, ich kenne nicht. Ja. Gut, da haben wir nochmal, da sind sie nochmal Glück gelassen. Jetzt gemeint, das ist wieder Mila. Mila Kunis. Jetzt schon im 12. Monat. Aber wir haben, sie heisst ja anders. Sie heisst Rebel Wilson. Genau, ja. Kennt man die? Ja, die kennt man schon, aber ist jetzt nicht so. Also nicht so da, wo mich. Okay, das ist mich nicht so. Er hat einfach einen dritten Hund, weil er foolisch. Und fett. Gut. Ja, kennen wir ja auch aus der eigenen Familie. Ja, können wir auch. Dann, Halloween, also... Warte, ich will es nicht wegzeugen, aber ich kann mich ein bisschen positionieren. So da. Halloween, das Heidi muss einmal mehr beweisen. Ich mache ja mit, jeder sagt, ich bin ja wahnsinnig jung und lustig und... Ja. Also gut. Einmal mehr verkleidet irgendwo, das ist ja eh so, da ist jetzt zwar nicht drin, aber... Hast du mitbekommen, Heidi Klum, jedes Jahr Halloween-Partys? Sie macht ja immer eine Halloween-Party. Habe ich schon mal etwas gehört, ja. Das ist ja bei den Stars und Sternchen hier sehr eine angesagte Party. Und sie macht immer ein riesiges Ding daraus, als wäre das sie geht. Okay. Das sind ja mega aufwendige letztes Jahr, jetzt weiss ich nicht mehr, wie die heisst, als irgendeine Disney-Figur. So eine rote Kleider-Riesen-Möps. Rote Haare. Ich weiß es nicht mehr. So eine Figur. Oder als Schmetterling oder weiß nicht was. Und da ja sind alle enttäuscht. Weil. Hat man noch Bilder davon? Hier da, leider nicht. Okay, leider nicht. Die sind schon nicht mehr so aktuell. Gut, leider. Ja. Die sind so schnell. Da ja hat sie sich einfach geklont. Also sie ist sie ist eigentlich ganz normal gegangen mit so einem Mini-Röckli, so ein bisschen hautfarbig. Ja. Und sie hat einfach 6 Klons von sich dabei gehabt. Und da ist jetzt, da werden die nächsten Hefte alle voll sein, weil das ist eigentlich recht billig. Ja, das ist wirklich, also da muss ich sagen, ich bin auch enttäuscht. Ja. Weil ich habe die Kostüme immer gut gefunden, was sie in den letzten Jahren gemacht hat. Hat sich selber inspiriert. Und wo sie auch immer selber geneigt hat und alles. Drum. Nein, hallo. Ja. Ja, gut. Genau, riesen Enttäuschung. Nebendran sind wir bei der Kyle Jenner. Wenn wir schon beim Thema Halloween sind. Sie läuft das ganze Jahr wie Halloween um. Ich weiß es nicht, ich kenne sie gar nicht. Nein. Von den Kardashians. Von den Kardashians. Das sieht man da. Okay. Ich habe sie nicht von hinten gesehen. Der Kardashian hin, ja, genau. Ja. Das wird wieder mal darüber diskutiert, weil das ihre Business-Looks sind. Sie geht so zu Meetings. Und das ist jetzt ein riesen Skandal. Na gut. Aber sie wäre ja sonst keine Kardashians. Also, beziehungsweise sie ist ja eine Jenner. Aber ja, lassen wir das mal. Der ist ja auch eine Patchwork-Family. Ja, gut. Eben, da habe ich, wir haben noch so viele Folgen. Ich glaube, wir machen da eine Folge. Bei Folge Nummer 100 machen wir ein Special. Genau. Und dann laden wir einen B-Promi. Ja, zum Beispiel. Oder einen C-Promi, noch gesagt. B-Promi kann ich nicht leisten. Ja, schön. Wir überlegen das. Auf der Folge 100. Bist du denn schon ein B-Promi? Dann bin ich vielleicht auch da, wenn ich jetzt rumlaufe. Bibi. Wieso nicht? Ah ja, Bibi. Oder Dagi. Dagi oder Bibi? Ja. Die wissen sich am besten Bescheid. Wenn ihr jetzt das Video schaut, Dagi oder Bibi, 100. Folge auf dem Sofa. Nebendran. Es hat noch zwei Plätze. Gut.
Interessiert mich nicht. Ich auch. Auch gut. Oh, oh, oh. Oh, nein. Selena Gomez. Ex-Freundin von Justin Bieber. Ja. Vielleicht auch aktuelle Affäre. Sie ist in der Klinik. Für? Nicht zum ersten Mal. Einfach mal so allgemein rund um eine neue, nicht Schönheit, sondern Entzugsklinik, psychologische Betreuung. Und jetzt ist da ganz krass, es ist eine hohe Klinik. Also sie ist da quasi in einer Sekte gelandet. Okay. Sie lässt dich da also fast nicht mehr raus, wenn du mal drin bist, weil die wollen dein Geld. Und bei so jungen Patienten oder Klienten schauen sie, dass die Eltern keinen Kontakt haben. Und sagen, die Diagnose ist so wahnsinnig schlimm, dass man sich also immer und immer wieder mit bleiben. Ja, okay, es wird immer verlängert quasi. All inklusiv Urlaub. Ja. Ja, gut. Verlängert wird, finde ich jetzt gar nicht so mit. Ja, wenn es ihr ja gefällt. Das, sie sieht doch jetzt auch, also ich finde, ja, jetzt nicht jetzt geht nach Horror-Dings so aus. Glücklich aus, ja. Auf alle Fälle Horror-Klinik, sektenmässig und ich glaube, sie kommt nie mehr raus. Also wir werden keinen weiteren Film oder Musik von ihrem... Film, noch Musik und Justin. Wenn er wieder anbändeln mit ihr, muss er wahrscheinlich auch nicht viel machen zum Auto landen. Ja. Von dem her. Die werden bald wieder zusammen sein. Ist für uns Konsumenten auch besser. Total sind beide versorgt. Wir haben diese Ruhe von ihnen. Ja. Tipptopp. Jetzt kommen schon Taters. Ich will nicht so weit überlegen, das kommen Taters. Was? Egal. Grundsätzlich finden wir ja als Künstler alle gut. Also eigentlich keine Ahnung. Ja. Genau. Der Justin Bieber hat einen schönen Weihnachtssong. Da muss ich zugeben. Mit der Mariah Carey zusammen. Aber dort ist ja noch ein Buch. Auch nicht also, gehört, da finde ich, da muss ich sagen, Believers, das Lied, ich bin mit euch. Gut. Genau. Keine Ahnung. Gut. Tiramisu haben wir da Fett, nur 19%. Fett. Nur 19% Fett. Nur, ich habe nur das 91. Ja. Wir wären wieder mit der Kyle Jenner. Ah, die ist wieder vor. Kardashian Clan. Ja. Wäre die gleiche Person. Einfach, ich glaube, hey, viel komme ich mehr. Nicht mit viel mehr muss man nicht sagen. Ja, also, kann man nicht, ja wirklich nicht. Also ich, eigentlich. Es ist schlimm, ich komme nicht so von dem. Kennst du die? Ich kenne nichts. Ich wirklich nichts. Aber ich die sind ja überall, auch wenn es. Also ich finde, auch wenn es nicht willst kennen. Ich? Die sind überall. Ja. Die sind überall. Ja, aber wenn man nur halt im Internet. Also im Internet. Nein, nicht im Internet, sondern wenn man nur auf Rockpins ist. Nein. Ja. Ich schaue ja kein Fernsehen, darum vielleicht. Und kein Klett. Also sie ist auch die gleiche. Einmal ohne und einmal mit Hintern. Und das Gleiche ist obendran noch mit. Okay, ja. Genau. Und es ist alles natürlich. Ja, logisch. Natürlich. Okay. Ja. Wenn du ein Kardashian bist, dann kommst du automatisch den Big Buddy mit 18 über. Und sie ist jetzt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man das jetzt mal vergleicht, gut, da ist sie sicher mal noch jünger. Sie ist ja viel jünger. Aber eigentlich viel hübscher als ja, sicher. Wie, sie sieht aus wie ein Alien. Ja, wie ein Alien. Einfach nicht echt. Ja, einfach nicht echt. Schade. Oh, jetzt kommt doch da. Jetzt. Sind wir schon, wie lange sind wir schon unterwegs? Auf unserer Fahrt sind wir. Ich weiß es gar nicht. Über 10 Minuten. Ja, viel zu lang. Aber was man natürlich nicht ausklammern darf, Lombardis. Begriff, oder? Ja, ich kenne es, ja. Also ich mit der Tabel, ja. Nein, ich kenne beide. Lombardis, die S-Bärli von... Und es hat doch auch so eine Reality-Show noch mal gegeben. Sie haben sich für alles verkauft. Okay. Ich kenne nur eine Folge. Also zuerst bei DSDS, dann zusammen auf Tournee und so. Die sind ja eh einfach... Und da gibt es noch einen Doppelpack. Er hat gewonnen bei DSDS. Also darf ich mal etwas fragen? Es ist nicht nur eine Person. Ich bin mir nicht mehr so ganz... Nein, unterdessen nicht. Unterdessen... Aber sind das zwei? Gut, einfach, dass man. Und sie sind jetzt auch schon das dritte. Das ist ja auch. Schwanger und haben einen Sohn, der Alessio. Okay, oder? Glaub, ja, der kleine Alessio. Ja, auf jeden Fall, die haben die SDS gemacht, dann haben sie zusammen Tourneen, aber wir sind mit einem Kindersender. Dann haben sie, wir bauen ein Haus, wir heiraten, wir kriegen ein Kind, also das volle Programm. Alles auf RTL, denke ich mal. Ich glaube, RTL 2. RTL 2, glaube ich, ja. Und Vorzeigepaar und jetzt soll das Ganze finito sein. Sein, weil, und du weißt ja wieso. Weil sie ist fremdgegangen. Angeblich. Mit, jetzt kommt's, ihrem Ex-Freund.
wo sie vor dem Pietro hat. Und aber das ist nicht der Daniel Kübelböck, oder? Nein, der ist noch. Das war noch. Okay. Okay. Einfach, ich weiß nicht, manchmal das Ganze weg. Es Daniel ist auch wahnsinnig. Ah, okay, gut. Genau, das ist ja ich liebe ja. Mit dem und über. Also einfach, ja. Ich verstehe dich. Nein, auf alle Fälle anscheinend fremdgegangen. Der Pietro ist, glaube ich, Italiener. Ja. Gleich Ende Gelände. Ja. Sie hat zuerst abgestritten und so weiter und so fort. Und dann, da sehen wir dann vielleicht noch einen anderen. Ja. Aber da werden wir heute, glaube ich, nicht mehr schaffen. Aber ich wir können es auch. Ja, gut, wir müssen switchen. Da ist, also, ich muss schnell schauen, weil. Wo ist die grüne. Ah. Die grüne Hülle. Die grüne Hülle. Die grüne Hülle? Da. Warte, dann tun wir hier mal ein bisschen rüber. So, die grüne Hülle. Die grüne Hülle hat sie verraten. Sie hat zwei Nadeln, hat die angeblich zum Flicken gebracht und wahrscheinlich hat der, der es geflickt hat, Bilder oder SMS. SMS verläuft Bilder, eindeutige, sind da nicht abgelichtet. Ich habe es aber gegoogelt im Internet. Ja. Eindeutig. Wenn es stimmt. Sie könnte nicht gefaked sein, das ist schon bestätigt. Sie sind auch von jetzt und nicht von früher, weil ihre Handyhülle ist drauf. Sie hat ein Selfie gemacht, wo sie mit dem anderen im Bett liegt. Wo man die Handyhülle sieht? Ja, weil sie ein Selfie gemacht hat, haben wir ihre Handyhülle gesehen. Wie sieht man, wenn man... Im Spiegel. Sie hat im Spiegel Und das Handy gibt es noch gar nicht so lange. Dort okay. Ja, auf alle Fälle. Es ist ausgekommen, liebe Sarah, oder eben nicht mehr, liebe Sarah. Du hast uns eigentlich... Das Herz gebrochen, nicht nur an Pietro, sondern auch allen, die an die Beziehung geglaubt haben. Ja, und an die grosse Liebe. An die gross verkauft. Liebe. Liebe. Darum sieht man, jetzt, keine grüne Handyhülle kaufen. Nein. Oder immer wieder mal weg. Oder einfach immer alte Handys benutzen. Genau, immer wenn sie jetzt Nokia 3210 benutzt haben. Hätte sie können sagen, ja gut, das ist halt doch schon vor 15 Jahren. Hätte aber dann auch kein Selfie können machen. Ja, gut. Ja, aber das ist eigentlich noch... Ja, auf alle Fälle gibt es einen Skandal ums Kind. Und wegen der Karriere, wie gesagt, das war eigentlich eine Person gewesen. Jetzt muss man da trennen, klappt es oder klappt es nicht. Puh. Der ist wirklich da. Beschäftigt viel, auch Promis. Ich weiß nicht, ob ich heute kann schlafen gehen, ohne dass ich jetzt das Ganze auch noch verarbeite. Gut, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie sie ist. Ich kenne sie wirklich eigentlich gar nicht. Aber er ist ein Spezieller. Ja, ich finde ihn lustig. Er ist schon lustig. Nein, er ist ein Lustiger. Ich weiß mir so ganz recht. Aber da ist er, glaube ich, schon. Ist so wo noch in der DSDS-Zeit war, dort habe ich ihn ja wirklich auch noch im Fernsehen gesehen. Das ist schon wirklich noch länger. Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Ich habe ihn eigentlich einen coolen gefunden. Weil er sich auch ich kann auch singen. Ich habe jetzt ein Lied wieder gehört von ihm. Also, der hat schon was drauf. Nein, das kann man schon sagen. Und er denkt vielleicht einfach nicht so viel. Ja, nein, er denkt nicht so viel, wenn er halt sagt oder so, aber das ist auch nicht schlimm. Einfach gestrickt. Aber irgendwie, ich mag ihn nicht. Ja. Und sie nicht. Also, und er hat irgendwie auch ein Bücher. Ah, das ist schon. Sagt er nicht. Das ist im Fall voll pumpet jetzt. Ah, das ist Das ist ein Skandal. Aha. Zu pumpet. Aber es ist wirklich ein Schatten. Es ist ein Schatten. Pietro, mach dir keine Sorgen. Ich finde alles gut. Ah, okay. Alles gut. Da habe ich jetzt noch so mal gefragt. Keine Sorgen. Ja, Verwöhnungsrim von der Welt. Ah, noch viel. Zeig mir gleich mal schauen. Wer sie ist. Kim. Sie ist eine Frau von jemandem. Sophia Ecclestone. Ecclestone, das ist ja vom. Ecclestone ist nicht vom Formel 1 Ecclestone. Ja, möglich, ehrlich gesagt. Das heißt doch. Ja. Ich glaub's. Das ist doch der Ecclestone ist doch der Chef von Formel 1. Fragezeichen. Wüsste ich auch nicht. Ich habe ihren Namen schon gehört, auf alle Fälle. Zweijährig, Sophia heisst das Kind. Und, ja. Aber da kann ja fast nicht sein, dass das Kind zweijährig ist. Der Ecclestone ist doch irgendwie schon 70, ja, aber gut. Egal. Ja, egal. Ja, wie das ich, ist. Vielleicht ist es auch. Ja, auch Geld sein, jung, ja, schön. Ja, vielleicht ist es. Ja, egal. Kommt ja nicht drauf an. Da. Silvia Mais hat ja früher noch Wirkheit. Nein, ach, das ist recht. Ja, Silvia. Oh, jetzt muss ich überlegen, wie das ist. Mit dem. Ich glaube, siehst du wieder. Silvia. Van der Vaart, ja, logisch. Sie finde ich eine gute. Warte, sollen wir sie mal so ein bisschen positionieren? Also ich finde... Nein, es ist... Ich weiss nicht, ich...
Ich finde sein Bild hübsch. Ja, da, ich rede jetzt mal oberflächlich. Mich nervt sie ein bisschen, okay. Und ich glaube ihr auch nicht mehr so ganz alt. 38? Sie ist einfach schon mega aufgesetzt. Ich finde sie ein bisschen aufgesetzt. Hübsch. Sie ist aufgesetzt. Sehr hübsch. Ja. Sie hat bei Let's Dance einmal moderiert. Ja, ja, und ich weiss, dass sie doch irgendwie Silvester oder so hat Schluss gemacht hat. Oder irgendetwas nach Silvester. Ja, ist genau, weil er mit ihrer besten, ehemals besten Freundin. Ja, aber das ist ja auch schon wieder nicht mehr. Das weiss ich auch nicht. Ist die nicht schwanger? Die ist, glaube bin ich gar nicht sicher, ob ich schwanger bin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auf jeden Fall dort laufen. Ja, dann ja, dann habe ich wirklich mitbekommen, da ist ja eben Voice of Germany, habe ich nie gesehen oder einmal ja, durchgeschaut mal. Ich habe auch nicht so verfolgt. Ich finde einfach Yvonne Katterfeld. Katterfeld vom GZSZ. Ursprünglich, genau. Den ich noch kennt. Der Michi Beck. Ja, das der kennt man. Ja, das Mudo, der kennt man. Das Mudo genau. Ist cool. Ja, der gefällt mir mega. Das Mudo ist cool. Ja, und der Andreas Burani. Der Andreas Zjok. Ah, nein, das ist ja nicht. Andreas Zjok. Was ist eigentlich aus dem? Weiß es auch nicht. Ja, da musst du nicht mich fragen. Oh. Gut zum Googlen. Gut. Und da? Ja, da ist immer mal wieder Cameron Diaz. Und ihren leicht aggressiven Freund. Weißt du, der ist Boxer. Nein, der ist eben nicht Boxer. Ja, aber weißt du noch, ja, den boxt du auch. Aber. Hi, der Benji Madden. Der ah, ja, hat noch einen Bruder und ist mit der. Ich habe als beste Freundin von der Paris Hilton. Wie heisst die? Ah, da die andere. Ja, ich kann mir keinen Namen mehr. Egal, auf jeden Fall, sie sind in die Auto. Ja, Cameron und er haben immer wieder ein bisschen Probleme. Er ist, glaube ich, so ein aggressiver ja. Typ. Und jetzt ist er so ein bisschen vor. Finde ich. Ja, ich finde es auch. Also okay. Mit da. Hä? Sieht irgendwie noch gut aus. Und der ist immer wieder ein bisschen. Ja, immer wieder ein bisschen schlägt er sie. Ah, okay, ja. Und sie ah, da hat sie wieder mal ein blaues Auge, so wie ja, es aussieht. Man weiss jetzt oder da sieht man es. Oder ist sie einfach gegen die Tür gelaufen? Oh ja, zum Beispiel. Gibt es ja auch. Selber ein. Ja. 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 Cameron Diaz eigentlich fürs Alter. In den Film sieht sie immer gut aus, aber. Aber sie macht jetzt auch gerade den neuen Trend, also neuer Trend bei den Promis ist ja ungeschminkt. Ah. Der Naturlook. Und Alicia Keys ist so ein bisschen eine, die das sehr publiziert, dass sie jetzt da nur noch ohne Schmink ja. Und so. Und Cameron eben auch. Und klar, du siehst bei der Cameron, ja, sie ist 44. Ja. Aber sie sieht wirklich immer noch gut okay. Aus. Okay. Also da ist echt, da ist eine Frau, sie hat einfach Ausstrahlung. Ja, wirklich. Und vielleicht keine Drogen. Vielleicht keine. Außer es geht so weiter mit ihrem Mann. Dann ja, ich weiß man nicht, aber da gehört irgendwie dazu. Ja. Aber ich muss sagen, wenn ich so ein bisschen leicht schaue, sieht ein bisschen aus wie der Sido. Ja, der hat so. So, weißt du, so Augen, der Sido, schau mal Hals. Gut, nicht ja. Der Sido, weil nein, Sido ist best. Das ist super. Aber einfach so, ja, ich weiß es nicht, auf dem Bart her, auf, also ab und zu Bad noch Boy so halt. Bad Boy, aber da kann auch nicht dämlich sein. Da wären wir wieder bei der Jennifer und dem Red, Jennifer sind wir ja schon mal so ein ja, gefällt mir. Aber sie gefällt mir jetzt viel mehr. Sie sieht super aus. Ja, also. Sie ist super. Mir gefällt auch die Filme voll mit ihr. Ja. Sie ist so immer so ein bisschen die brave, immer so eine gute Frau. Ausser bei Bad Teachers ist. Nein, ja, das ist nicht Jennifer Aniston. Das ist Cameron Diaz. Cameron Diaz, stimmt, ja. Das ist aber, dort ist sie super. Ja, aber dort ist sie wirklich super. Und jetzt ah, ja, stimmt. Sind die ja, aber mit. Wenn man da ein bisschen schaut. Man kann sie auch mal verwechseln. Ah, ja. Ja, vor allem sie. Nein, stimmt, jetzt wenn ich es gesehen. Man kann sie ja. Nein, Jennifer Aniston ist immer so ein bisschen. Hey, ich mache mich da noch zum gut. Ding. Sie hat doch bei Friends, hat sie auch. Ja, ist gut. Aber dann habe ich nie geschaut. Muss ich schon mal schauen. Ja, ich glaube, wir machen nachher. Einmal einen Cut. Nein, jetzt machen wir noch ein bisschen. Oder eine Pinkelpause, oder? Nein, wir machen noch einen Cut. Ja. Und ich glaube, wir nehmen gleich heute noch mal einen. Ja, ja. Einfach mal so. Dass wir mal ein jetzt sind wir gerade im Flow und und wir du, haben wieder sehr viele Seiten. Bei den ja. Selfie-Trends. Bist du ein, der Selfie? Du machst nicht so viel Selfie. Machst du Selfie? Halt auf Instagram. Ja, ich sehe die Folter dort. Ich glaube nicht. Nein, gibt schon mal so Selfie. Also, jetzt muss ich überlegen. Ich mache so wenig Selfies, bis gar keine. Also, wenn denn mal. Ich mache. Doch, ich habe schon. Also, eben so, ich sag mal, seit ich ja auch Fame bin. Ja, du bist Fame. Ja. Nein, seit ich auf der Reise habe ich ab und zu mal. Ja, aber ich habe auch keinen anderen dabei. Ja, ich habe gerade gesagt, es ist schwierig.
So, ja. Gut, du hast können den Selbstauslöser. Ja, hätte ich auch können. Geht auch der Selfie nicht, oder? Nein. Nein, das ist immer noch. Gut, Selfie muss man mindestens die Hand. Und jetzt aber gut, aber nicht nur Selfie, aber das ist ja nur, es gibt ja nicht nur Selfies, sondern also, es mal gibt Ralphie Relationship Selfies. Ja gut, hast du das schon mal ja, ich hatte mal etwas auf Blick, also gelesen. Im Blick? Ja. Im Blick oder Blick? Blick. Das ist auch immer so etwas. Ja. Nein, ja, also auf Bild. Ah, auf Bild. Ja. Nein, und jetzt ist da so... Es stimmt Spiel. Gar nicht, das war auf Tele. Nicht viel Lautenspiel. Ja, aber Tele ist wirklich... Es ist wirklich auf Tele, weil Tele... Nein, stimmt gar nicht, nicht auf Blick. Auf 20 Minuten ist doch jetzt ihr Partner von Tele. Und drum. Gibt es denn Tele noch? Es gibt Tele noch. Es gibt Tele noch. Ich glaube. Hey, wo ist Tele? Ja, weißt du, ich bin nie mehr im Ausgang. Ja, du bist nie... Ja, aber nein, die gehen nicht mehr fotografieren. Ach, die ist jetzt eine andere Zeitschrift geworden. Also, keine Ahnung. Was machen denn jetzt alle die früher nahmen so die... Ich weiß es nicht. Das war jetzt ein bisschen gemein. Also, ja, wir sind schon schnell davon. Nein, das habe ich mal gemacht. Ah, ja, genau. Super! So fangen Karriere an. Ja. Aber nicht alles für Klicks macht. Ja. Ja. Ich meine ja. Wer von nicht alles für Klicks macht? Ach, ich hätte keine Partyfotograf. Nein, ich bin Partyfotograf. Das ist immer noch gut. Ja. Dann hat es auch immer geklaut, den Look offiziell, oder? Wenn ich sollte anlegen. Genau. Gut. Weil du würdest cool. Und, also gut. Aber ja, Leggings? Also was sind Jeggings oder einfach Lederhose? Ja, einfach irgendwie. Also ich habe mich natürlich, nachdem ich das gekauft habe, gerade orientiert. Ja, ist gerade orientiert. Bin in den nächsten Laden gerannt und haben wir auch Lederleggings holen. Ah, Cloud and Look heisst es sogar? Cloud and Look, offiziell. Ah, ja, das Cloud and Look, darfst du offiziell. Also für, ich finde es wirklich im Fall noch cool. Ja, gut, das glaube ich auch. Also, es ist ja eh, bei Frauen, es wird jeder Trend alle Viertelstunde geändert. Ja, das auch. So. Aber das, zum Beispiel, auch, würde ich auch mal sagen, das gefällt mir nicht. Mir auch nicht, gut. Aber... Gut, es kann vielleicht schon mal stylisch aussehen zum Look. So blau. Aber ja, du ja, man kann sich auch. Auf dem Motor-Depot kann man es machen. Kann man sich schon fast alles erlauben. Es gibt dann aber auch. Gibt es da in dem? Dann die Rubrik von der Schlechtangelegenheit. Ja, da glaube ich. Und da kann auch sein, dass dann statt da als gutes Beispiel dann ein paar Seiten weiterhin. Ja, ein schlechtes Beispiel. So nicht kommst. Ah, okay. Ja, ja. Gut, das. Ja. Ich könnte ja jetzt auch keine Werbung machen für Nein, gar nicht. Genau, da ist immer noch wem steht's besser. Da schaue ich immer noch her. Aber ich bin nicht immer einer Meinung. Aber sind die eigentlich immer gleich aufgebaut, das Ganze? Immer. Also eigentlich jede Woche lese ich das Gleiche. Jemand trennt sich ja immer. Genau, jemand betrügt sich, jemand ist ein Eigentlich immer das Gleiche, einfach mit einer anderen Person. Und die eine Person macht es ja immer wieder. Genau. Von vorne. Genau. Die haben ja hier so ihren Turnus, wo sie drin sind. Genau. Gut, schau, jetzt machen wir aber wirklich einen Cut. Gut. Ein Cut. Gut. Gut. Jetzt müssen wir noch eine aufnehmen. Einfach, dass wir jetzt noch mal eine haben. Ich weiß nicht, ob es überhaupt. Wir haben ja gesagt, bei 100 Klicks. Wir müssen aber sagen, wir machen jetzt so oder so weiter. Ja, egal. Ob es interessiert oder nicht. Ich lerne etwas. Ja, ich kann meine Freizeit mit dir verbringen. Ja. Ich lese es sonst in der Badwanne, da wird vielleicht da ein bisschen schwieriger, so infrastrukturmäßig. Ja. Aber könnte man mal schauen, ob ich vielleicht dort hinten eine anbringen will. Ja. Können wir mal schauen. Aber ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel das in die Kamera geschaut habe. Ich glaube nicht so viel. Ich glaube. Nie. Fast nie, ja. Aber ich, ganz ehrlich, ich finde es eine lustige Sendung. So objektiv ja, betrachtet. Ja, nein, einfach so. Weißt, ja. Also ich glaube, ich habe schon schlechtere gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Nein, also ich habe wirklich... Ja, ich weiß nicht. Mir macht Spass. Und dann machen wir... Ja, also ich finde es auch noch interessant, mit jemandem mal anzuschauen, der keine Ahnung hat. Und ich habe wirklich keine Ahnung. Das ist wirklich so. Also, ich wirklich also mir geht es so, wenn ich das Plauderpapp nicht schaue. Also, für die Sendung habe ich noch kein Logo und keinen Namen. Ihr dürft Vorschläge ein. Nein, schreibt es in die Kommentare. Und wird es vielleicht noch gehen. Ja, können wir... Nächstes Mal. Nächstes Mal dann schauen.
Gut. Ja, dann, jetzt kommt mir gerade eine Idee. Gut, aber können wir in der nächsten Folge... Das kommt man noch nicht. Können wir in der nächsten Folge sagen, weil dann weißt, bleibe ich ja dran. Langsam, ja. Gut. Ich wünsche allen einen schönen Tag oder was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Und schreibt gerne einen Kommentar. Aber nett. Bleibt nett. Bei Ehre. Einfach. Aber bei mir ist egal. Ja. Aber vielleicht einfach so nett. Einfach nett. Und sonst denken und nicht schreiben. Genau, wegen Haters könnt ihr auf andere Kanäle gehen. Genau. Gibt ja genug. Nein. Tschüss und bis zum nächsten Mal beim... Cutten.